Das heißt also für mich, wenn ich hier investiere, tut der Staat alles dafür, damit mein Vermögen wächst. Sagen wir mal selbst, wenn er sich anpasst und in der Mitte trifft, dann halbiert sich Hongkong und Dubai verfünffacht sich. Für die meisten ist Stottern ein Problem, nicht aber für Artyom, mit welchem Trick der Duisburger damit sogar zum Millionär wird. Ich selbst bin seit circa 10 Jahren im Immobilienmarkt aktiv. Ich hatte mein erstes Mehrfamilienhaus mit 22 gekauft in Oberhausen. Ich habe mich 3 Jahre davor schon ein bisschen mit Immobilien, mit Zwangsversteigerungen vor allem beschäftigt, weil ich immer gewusst habe, wenn du gute Deals machen willst und richtig gute Deals haben willst, wo du richtig viel von hast und nicht nur eine Mini-Rendite, musst du irgendwas anders machen. Anders an die Immobilien kommen, als der normale Weg ist. Und damals war eben der beste Weg, heruntergekommene Objekte zu erwerben, die zu renovieren, den Wert zu erhöhen und davon dann ja seine Gewinne am Ende zu erzielen. Ich habe jetzt mittlerweile, wenn am 25. der Vertrag unterschrieben ist, 22 Mieteinheiten. Also ich habe dann 4 mehr Familienhäuser in NRW und in Bayern. Dann habe ich noch eine Wohnung in NRW. Dann habe ich 4 Villen auf Bali, die nicht ganz mir gehören, aber ich halt dort mit drin bin und eben mitverdiene. Und ja, jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo ich hier sein will, genau hier in Dubai, weil genau wie damals bei den Zwangsversteigerungen habe ich jetzt hier Potenzial entdeckt, das ja ich so selten gesehen habe. Und zwar, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, warum Dubai, warum ist das Beste. Erstens, weil du hier Videos aufnehmen kannst in der Sonne und komplett am Schwitzen bist, das hast du sonst nirgendwo. Außer vielleicht auch auf Bali, aber hier ist noch ein bisschen wärmer. Also, erstens, das ist die viertmeistbesuchte Stadt der Welt nach Hongkong, Paris und London, glaube ich, oder New York, Paris und London. Ich weiß nicht, ich mach's mal hier kurz rein, dann könnt ihr das sehen. Dann, der Dubai DXB Flughafen ist der drittwichtigste Wirtschaftsumschlagsplatz der Welt. Das heißt, sowohl für Touristen als auch für Business. Das heißt, der drittwichtigste der Welt für die Wirtschaft, wo Geld hin und her läuft, wo Umsatz passiert. Und wo Geld hin und her läuft, dort wird der Markt gepusht und wie der gepusht wird. Und die Sache ist, die Scheiß, das Government eigentlich plant, in den nächsten Jahren die Bevölkerung zu verdoppeln. Das heißt, die bauen nochmal an einer anderen Ecke von Dubai noch einen Flughafen, der mit Abstand der größte der Welt werden soll. Das heißt, der drittgrößte reicht dir nicht. Die wollen den drittgrößten und nochmal den erstgrößten. Da wird aber der drittgrößte der viertgrößte. Ob die das bedacht haben, das ist die Frage. Das heißt also für mich, wenn ich hier investiere, tut der Staat alles dafür, damit mein Vermögen wächst. Und das ist ja geil. Bei uns ist es anders. Bei uns nimmt mir der Staat mein Vermögen weg für Steuer, ja, für Steuer. Und hier zahlst du keine Einkommenssteuer, null. Das heißt, du kriegst dein Geld. Kannst du behalten, kannst du ausgeben, kannst du machen, was du willst. Muss niemandem irgendwas belegen, Einkommen, Ausgaben, dies, das, musst du nicht machen. Du kriegst Geld, perfekt. Behalt, kauf dir Immobilien, geh feiern. Stichwort Immobilienblase. Es gibt gerade weltweit sehr, sehr viele Immobilienblasen, wo das so auf lange Sicht nicht funktionieren wird. Hat einer von euch mal sich zum Beispiel den Markt angeguckt in München? Laut offiziellen Statistiken ist in München jetzt gerade die größte Immobilienblase der Welt. Und wo ist Dubai von den größten Städten
weltweit auf Platz 23 im grünen Bereich. Das heißt, der Markt ist ja gerade unter Wert. Das heißt, die Immobilien kosten weniger, als sie eigentlich wert sind. Und was den Quadratmeterpreis angeht, ist Dubai um ein Zehnfaches tiefer als zum Beispiel Hongkong. Und vom Marktwert her, vom Businessaufkommen her, sind die ungefähr gleich. Das heißt, irgendwann wird sich alles anpassen. Hongkong wird vermutlich so eine kleine Immobilienblase wird dort platzen, wird ein bisschen sinken und hier wird es stark nach oben schießen. Sagen wir mal, selbst wenn er sich anpasst und in der Mitte trifft, dann halbiert sich Hongkong und Dubai verfünffacht sich. Und was passiert, wenn du jetzt hier investierst? Sagen wir, du investierst eine halbe Million und mit der Anpassung verfünffacht sich der Wert. Wäre das angenehm? Ist besser als Lotto spielen. Es ist für viele unangenehm, in ein arabisches Land zu investieren oder halt überhaupt irgendwo anders auf der anderen Seite der Welt. Man weiß nicht, was ist da, ist das dort sicher, bin ich dort verarscht, bin ich dort abgezogen. Dubai ist eins der sichersten Länder der Welt. Also der sichersten Länder der Welt. Warum? Ganz einfach, Kriminalität kommt von Armut. Und hier gibt's keine Armut. Hier wohnen entweder nur Einheimische, die bekommen vom Government das Geld einfach so in den Arsch geschoben. Also die werden ja richtig gut behandelt. Und über 90% sind Ausländer. Das heißt, die hinkommen wegen Business oder wegen Arbeit. Das heißt, die hier hinkommen wegen Business, die sind eh reich, die haben eh Geld. Und die hier hinkommen als Gastarbeiter, die sind dankbar, dass die hier sein dürfen und ihre Familie im Heimatland mit Geld versorgen können, was sie zu Hause niemals verdienen würden. Deshalb sind die null kriminell, weil sonst direkt tschüss und Geld weg. Das heißt, hier ist null Kriminalität und null Armut. Deswegen ist es hier eines der sichersten Länder der Welt. Also die Haustüren hier, die Wohnungstüren werden einfach nicht abgeschlossen, sind einfach immer offen. Hier, ich kann es euch mal zeigen. Hier, gehen wir mal kurz hier bei mir rein. Ist ein bisschen unordentlich, tut mir leid. Also, schaut, ist einfach offen. Hier. Kann eigentlich jederzeit einfach rein. Ist hier so. Einfach. Das ist nicht mal bei uns so und man denkt ja eigentlich Europa, sicher, Demokratie, was weiß ich. Ja, aber bei uns gibt es Armut, deswegen gibt es bei uns da Kriminalität. Hier gibt es das null. Also. Ich werde ja auf jeden Fall ordentlich investieren und ich habe viele Anfragen, deswegen mache ich immer mehr solche Videos und ich habe hier immer mehr Kontakte, immer mehr Einblicke in die Immobilienwelt und wer ernsthaft Bock hat zu investieren und ja ab 100.000 Euro über hat oder sich die irgendwo besorgen kann, kann sich gerne bei mir melden und dann lasst uns zusammen das, was hier gerade passiert, ausnutzen. Weil hier ist gerade der Markt ganz unten. Überlegt mal, ihr hättet vor 5 Jahren investiert in zum Beispiel Bitcoin. Was wäre jetzt? Und das hier ist gerade sowas ähnliches. Hier sind die Immobilienpreise gerade so weit unten, weil es ein Überangebot gibt. Weil halt gerade mehr gebaut wird, als Menschen nachkommen. Deswegen gibt es halt viel, das gebaut wird und die Investoren kommen gerade nicht nach, deswegen wird gerade alles billiger gemacht, damit mehr investieren und die zu Ende bauen können. Das Government, der Staat tut alles dafür, damit die Wirtschaft wächst. Nächstes Jahr ist hier die Expo, das heißt, es werden, keine Ahnung, 20, 30 Millionen Menschen erwartet, es werden
wie die Expo fast 1 Million neue Arbeitsplätze geschaffen und nach der Expo geht die Wirtschaft nach oben. Und ich will das mitnehmen, ich hoffe ihr auch. Ansonsten genießt den Ausblick.